Das war keine gute Idee. Ein Truthahn ist genug. Ich mache. Ach ja, ich habe ja schon einen Truthahn. Ich habe nur. Und da sagen die Leute, man soll nichts von der Stange kaufen. Wieso nicht? Und die stecke ich mal Truthahn gleich in den Truthahn-Popo rein. Und Füllung. Und zünde das Ganze mal an. Ich sollte mich lieber beeilen. Und rein in den Essensaufzug. Hier, Jungs. Damit könnt ihr mal so richtig die Kuh fliegen lassen. Bitteschön, ihr drei Burschens. Ich hab was für euch. Lecker Happa Happa. Das ist sehr gefährlich. Nein, das ist mein Truthahn. Die sind ja nett zueinander. Es ist nicht so, dass der Roboter an einem Stück Truthähne hochschickt. Aber wirklich schlau sind die alle drei nicht. Puff! Und schon werden solche Krokodile zu ihren herkömmlichen Gegebenheiten reduziert. Okay. Und die Tür ist auch offen. Was ein sinnvoller Nebeneffekt dieser Explosion. Rein hier! Diese Party endete zumindest mit einem richtigen Knaller. Okay. Die haben ihr letztes Spielchen gespielt. Die nächste Runde geht gegen die Taschendiebe. Was kann ich hier alles mitnehmen? Ein kaputter Monitor. Die Krokodillederwaren sind bestimmt ganz toll. Sie sind jetzt zwar viel ansprechender als vorher, aber anfassen mag ich sie immer noch nicht. Aber anschauen kannst du sie doch mal. Nidalus Gehilfen sind jetzt reisefertig. Oh. Ich befürchte, ich habe die schwarze Kugel ziemlich endgültig versenkt. Ja, mit dem Billardtisch können wir auch nichts mehr anfangen. Aber diesen Köh können wir mitnehmen. Okay. Ich glaube, viel mehr gibt es hier auch gar nicht. Ich möchte jetzt aber nochmal runtergehen und mir noch einen Truthahn mitnehmen. Für heute habe ich genug von Truthahn. Wieso? Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Hier gibt es nichts mehr. Hier kann ich nur den Billardtisch umholen. Okay. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier hoch. Und jetzt kriegen wir auch die Tür hier auf. Indem wir hier den Billardstock nehmen und auf den Knopf da drücken. Vorausgesetzt, das ist lang genug. Der ist nur ein ganz klein bisschen zu kurz. Belastend. Das ist echt belastend. Wir müssen den irgendwie erweitern. Ich probiere jetzt einfach mal mein ganzes Inventar aus. Das wäre doch schon recht handlich, wenn nur der Handschuh nicht so labberig wäre. Okay. Hier geht gar nichts. Schade. Schade, schade zu schade. Oh, hier haben wir noch unsere Venusfliegenfalle. Kann ich die ein bisschen mit dem TNT ärgern? Oder mit dem Stock? Ah, ich habe eine gute Idee. Ich ziehe mich einfach mal um. Fliege. Darauf stehen solche Venusfliegenfallen ja richtig gerne. Mögen die Fliegenbeine, Fliegenköpfe und Fliegenkorpus essen. Du Arsch. Ich glaube es einfach nicht. Jetzt ist sie in der Vase, ja? Okay, sinnlose Gewalt. Ich hasse es, sowas zu tun. Manchmal. Draufhauen! Ein ganzes Zimmer verwüstet, nur für eine Sonnenbrille. War es das wert? Ich sage, ja. Es stimmt.
Eine unbezahlbare Sammlung edler Antiquitäten und Möbelstücke ist zerstört worden. Aber schaut mal, wer dafür eine neue Sonnenbrille hat. Raus hier. Und ich glaube, ich kann hier noch was machen. Ja, ich kann dem Ritter den Handschuh klauen. Oh. Man darf diesen Rittern die Hand nicht zu fest schütteln, selbst wenn sie darum bitten. Das ist ja ein richtig kleiner Loser gewesen. Okay, brauchen wir hier noch was? Nee, ich glaube nicht. Dann dödeln wir mal den Handschuh an den Körern. Und drücken auf den Knopf. Naja, das war ja so leicht. Das ging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir die Tür hier auch geöffnet. Wunderbar. Okay. Das hier ist die Tür zu... Noch eine Sicherheitstür. Das ist ja bei weitem die hässlichste von allen. Ja, dementsprechend glaube ich, dass es da auch zuwider losgeht. Benutzen wir mal den Abtaster. Oh, unsachgemäße Benutzung. Und da gibt's gleich einen Stromschock. Ich nehme an, das war keine befugte Hand. Und irgendjemand anders haben wir auch noch nicht die Hände abgetrennt. Okay, was meinte das Schwein? Das Schwein meint, dass nur Widerlus da reinkommt und seine komische Katzenberaterin. Ich habe jetzt auch keine Hand von den beiden im Inventar, die ich vorher abgetrennt habe. Ich bezweifle, dass das als befugte Hand durchgeht. Und selbst das hier funktioniert nicht. Noch eine Sicherheitstür. Dann schauen wir uns mal diese Sicherheitstür hier an. Mit Stimmerkennungssystem. Okay. Hallo, hier spricht Miss Kunst. Willkommen beim CAT-Scan-Stimmerkennungssystem. Wenn Sie kein autorisierter Benutzer sind, empfehle ich dringend, diesen kindischen kleinen Scherz jetzt und hier zu beenden. Nö. Bevor noch jemand verletzt wird. Wer zum Beispiel? Nämlich Sie. Ah! Andernfalls geben Sie bitte nach dem Signalton Ihren Namen an. Ich bin Fisodak. Wieder los. Stimmmuster nicht erkannt. Betrüger! Trotz deines lächerlichen Versuchs, dich in meine Privatgemächer einzuschleichen, gewähre ich dir ein Gratis-Horoskop. Ach ja? Ich sehe fürchterlichen Ärger in deiner nahen Zukunft. Okay. Sehr fürchterlich und sehr nah. Nein. Genauer gesagt, wird dir sehr bald etwas höchst Schlimmes passieren. Was könnte sie wohl damit meinen? Hoffentlich kriege ich jetzt keinen mit der Keule übergezwängt. Au! Ah! Das tat weh. Okay. Ich kann imitieren den komischen Typen mit der Sprachbox. Ich kann diesen Goggle-Typen da imitieren. Ich kann Widerlus imitieren. Und ich kann Lacknut imitieren. Der hat doch so eine ganz hohe Stimme. Alles klar. Dann war es das jetzt mit dem Bass. Pfeifen wir uns mal eine ordentliche Ladung Helium in die Lunge. Alles klar. Ich bin Lacknut. Lacknut! Stimmmuster identifiziert. Willkommen, Herr Lacknut. Das war's? Ich bin drin? Der gute alte, wir benutzen Helium, um einen Schläger mit Kastratenstimme nachzumachen, Trick. Ja. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Und da ist schon die komische Katze. Ja. Es ist alles genau so gekommen, wie ich es vorhergesehen hatte. Bald wird mein Meister den Niedlifizierer vernichten. Aber Moment mal, was ist denn das? König Nick? Am Himmel? Er verfolgt Flax wie wild. Er ist ärgerlich. Er will den Niedlifizierer kapern. Ich muss meinen Meister warnen. Flax, laufen jetzt schon zwei Verrückte hinter dir her? Ich muss mich beeilen. Nicht gut. Okay, Madame Shiva? Ich kann gar nichts sehen. Dann geh doch mal hin.
Hallo, Frau Gunst. Und die scheint mir ja eigentlich eine ganz nette zu sein. Kann sie mir ein bisschen von der Zukunft voraussagen? Anstatt mich hier die ganze Zeit anzuflirten. Tut mir leid, ich stehe nicht so auf Furry Hentai. Oh, ein Strudel, ich hab Kopfschmerzen. Oh nein, du dumme Katze, das kannst du doch nicht mit mir machen. Nein, 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 Lust zu tanzen? Nein, ich habe gerade keine Lust zu tanzen. Aber hey, Christopher Lloyd ist ja ein richtiger Partybär. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Yeah. Wow, 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 wow. Wie John Travolta. Ah, und jetzt fangen wir noch mit mehr Tänzen an. Genau, reite das Pferd. Square Dance, mein Freund, Square Dance. Und jetzt? Ja, willkommen in Russland. Und zack. Schau, 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 schau. Er ist wieder im Knast. Schau. Sieht so aus, als wärst du hier beim alten Rüssel eingesperrt. Und glaub mir, der Trick mit der alten staubigen Fußmatte hat vielleicht einmal geklappt, aber nochmal funktioniert der nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt hat er da so eine komische Maske auf. Ja. Vielleicht können wir den Armen ja mal überreden, dass er die Maske abnimmt. Aber vorher schnappe ich mir den Fußabtreter. Man weiß ja nie. Rüssel! Doch, aber ich habe gerade keine Lust aufzuhören. Ich kann kein einziges Wort verstehen. Ich habe gesagt, weißt du nicht, wann es Zeit zum Aufhören ist? Was willst du? Reden wir mal über deine komische Maske. Nette Gasmaske. Wirklich eine Verbesserung. Danke. Sie hilft. Mit meinen Allergien und so. Weißt du, ich finde Allergien eigentlich richtig faszinierend. Faszinierend? Du nicht auch? Ich nicht auch? Was? Ja. Alles voller grünem Rotz. Doch. Hey, ich dachte immer, ich wäre der Einzige. Natürlich nicht. Ich wäre sogar ein unheimlich froher Knasti, wenn du mir alles über deine Allergien erzählen würdest. In Ordnung. Allergiekumpel. Na, da schauen wir mal. Ich bin allergisch gegen Staub, Rost, Ketten, staubige Ketten. Rostige Ketten. Dings da, bla bla. Okay, während du da so schön erzählst, staubige, kann ich dir bla, ja nochmal ein bisschen Staub in die Nase treiben. Oh nein, nicht so. Gesundheit! Schon wieder. Und schon wieder habe ich einen Schlüssel gefunden. Hey, ja, ja, ja. Den stecke ich jetzt mal ins Schlüsselloch. Ist dieses Etablissement täglich 24 Stunden geöffnet? Ich sollte meine Klamotten mitnehmen. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht.